Wenn bei Googles Familientreffen ist, dann wird sich Außenstehende eher vorkommen wie beim Treffen von Handel und Gewerbe. Alles dreht sich ums Schaffen, ums Geschäft und was man tun muss, damit der Laden läuft. Und schon als Kind habe ich gelernt, von nichts kommt nichts. Und mein eigenes 33-jähriges Berufsleben im Druckgewerbe, das war geprägt von radikalsten Veränderungen. Vom Buchdruck in kürzester Zeit zur Digitalisierung ins Internet. Und wer da am Ball bleiben will, der muss sich ständig aus- und fortbilden und weiterentwickeln und gucken, wo man bleibt. Und wenn es eben nicht mehr so läuft, dann muss man auch gucken, was man anderes anfangen kann. So bin ich eben auch ich beispielsweise jetzt nicht mehr Mediengestalter, sondern seit 9 Jahren Bademeister im Freibad. Und ähnlich ist es in der Wirtschaftspolitik. Die Stadt, die muss gucken, damit man günstige Rahmenbedingungen hat für die Wirtschaft. Und dann braucht es einen Kümmerer und das ist die Wirtschaftsförderung. Die Wirtschaftsförderung, die sucht Lösungen für Probleme und guckt, dass der Laden in Tübingen läuft. Und deswegen finde ich es irre spannend, in der Wirtschaftsförderung im Aufsichtsrat zu sitzen. Ist irgendwie fast wie beim Familientreffen bei Googles.